Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist normalerweise ja nicht üblich, dass nach dem Fraktionsvorsitzenden zwingend auch noch ein weiterer Abgeordneter dann aus meiner Fraktion das Wort ergreift, weil normalerweise in den demokratischen Gepflogenheiten, die ich in 14 Jahren hier auch habe erleben dürfen, ist es eigentlich so, dass zwischen den demokratischen Fraktionen alles gesagt wird. Aber gestatten Sie mir trotzdem hier noch vielleicht 2, 3 Punkte, und ich will das wirklich auch nur auf wenige Punkte konzentrieren, nochmal hier aufzugreifen. Und ich fange dann gleich mit dem letzten Redebeitrag an, Herrn Professor Weber. Und das richtet sich jetzt weniger an Sie, Herr Professor Weber, sondern mehr an Ihren Fraktionsvorsitzenden und seinen parlamentarischen Geschäftsführer. Vielleicht sollten Sie in Ihrer Fraktion nochmal innehalten und drüber nachdenken. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass die Form der Anrede, die Ihr Fraktionsmitglied hier gewählt hat, derjenigen entspricht, und ich glaube nicht, dass das in Ihrem Interesse ist, Herr Kollege Holm, denjenigen entspricht, die in der letzten Wahlperiode von den Herren der NPD hier gewählt worden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Mantei, Herr Holm, dass Sie in einen Topf geworfen werden wollen, tatsächlich hier mit der NPD. Und gestatten Sie mir an dieser Stelle, weil das kann man als Sozialdemokrat nicht stehen lassen, auf die Äußerung von Herrn Professor Weber noch mal einzugehen, dass der Verrat oder der Kniefall von Willy Brandt ein Verrat an den Vertriebenen gewesen wäre. Meine Damen und Herren, es ist tatsächlich so, dass diese Äußerung von Herrn Weber auch in der Fraktion der SPD so getan wurde, so wiederholt worden ist. Und dass wir unter diesen Voraussetzungen uns nicht in der Lage sehen, ihn zu einem stellvertretenden Präsidenten dieses Hohen Hauses zu wählen, das wird vielen von Ihnen verständlich sein. Nach Auffassung meiner Fraktion, nach Auffassung meiner Partei, aber ich glaube, das ist inzwischen Konsens weit über die Grenzen der Sozialdemokratie hinaus, war die Politik Willy Brandts wesentliche Grundlage für die Überwindung des Kalten Krieges, für die Überwindung der Teilung in Europa, der Trennung tatsächlich für ein Miteinander, auch gerade zwischen den damaligen deutschen Staaten. Und letztendlich, meine Damen und Herren, und das muss man auch mal in diesem Haus sagen dürfen, war sie damit auch eine der Grundlagen für die Überwindung der deutschen Teilung und auch dafür, dass die Menschen in der DDR 1989 sich die Freiheit erstritten haben. Wer das in Frage stellt, wer die Person Willy Brandts stattdessen mit dem Attribut Volksverräter belegt, der zeigt, wes Geistes Kind er ist. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, einen Satz möchte ich noch zu der Äußerung des Kollegen Mantei sagen, dass man sich erfolgreichen Wahlkampf bei der AfD abschauen kann. Herr Kollege Mantei, ich will Ihnen und Ihrer Partei nicht zu nahe treten, aber schauen Sie sich einmal an, wie viele Direktwahlkreise in diesem Land von der SPD gewonnen sind. Das sind 26. Die Kolleginnen und Kollegen sitzen heute hier. Und wie viele Direktmandate Ihre Partei gewonnen hat, das sind 3, dann können Sie sicherlich noch viel lernen, und wir sind gerne bereit, in einem demokratischen Diskurs mit Ihnen darüber zu sprechen. Meine Damen und Herren, aber lassen Sie mich auf Inhalte noch eingehen, sofern Sie überhaupt hier heute von den Oppositionsfraktionen angesprochen worden sind. Und da ist es ja bei den Ausführungen des Kollegen Mantei im Grunde nur ein Punkt gewesen, die innere Sicherheit. Und er hat das begründet, die mangelnde innere Sicherheit, die es in unserem Land geben würde, mit dem Anschlag, der auf seine eigene Privatwohnung, Herr Kollege, wenn ich das richtig verstanden habe, erfolgt ist. Ich bedauere das zutiefst. Ich halte das für keinerlei Maßnahme innerhalb eines wie auch immer gearteten politischen Diskurses. Der Diskurs muss mit Worten geführt werden und in keinem Fall mit irgendwelchen Auseinandersetzungen tätlicher Art. Und ich sage das auch deswegen. Ich sage es auch deswegen, Herr Kollege Mantei, weil ich selber zwar nicht mit meiner privaten Wohnung, aber mit meinem Wahlkreisbüro 3-mal Gegenstand entsprechender Anschläge gewesen bin. Nicht von Linksextremen, sondern von Rechtsextremen, die das entsprechend attackiert haben. Und ich kann, Gott sei Dank, das sage ich an dieser Stelle auch, die Kritik, die Sie an der Polizei geäußert haben, die Sie an der Arbeit der Polizei geäußert haben, in dem Zusammenhang nicht teilen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich die Polizei große Mühe gegeben hat, nicht nur die Situation aufzuklären, sondern auch in der Perspektive zu verhindern. Dass das nicht immer machbar ist, Herr Kollege, das räume ich auch ein. Aber Sie werden nie in einem demokratischen Staat so viel Sicherheit haben, dass Sie jegliche Gefahr ausschließen können. Wer das möchte, ist auf dem Weg zur Diktatur. Und selbst Diktaturen können das nicht gewährleisten. Meine Damen und Herren,
Sie haben eine weitere Äußerung getan und damit möchte ich auch schließen, was die Ausführung der AfD angeht. Sie haben eine weitere Äußerung getan, dass wir als Koalitionsfraktion, dass wir als SPD Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit, an dem rechtsstaatlichen Verhalten der Polizistinnen und Polizisten in diesem Land haben. Das, meine Damen und Herren, weise ich aufs Schärfste für meine Fraktion zurück. Wir vertrauen darauf, dass die Polizisten in diesem Land, und wir sind uns sicher darin, dass die Polizisten in diesem Land auf dem Boden des Rechtsstaates, auf dem Boden des Gesetzes stehen. Die Polizistinnen und Polizisten in ihrer Arbeit, in ihrer schweren Arbeit, haben eine besondere Verantwortung. Sie stehen als Erste für diejenigen, für das Gewaltmonopol des Staates. Und dass der Staat dieses Gewaltmonopol ausübt, ist eine der großen rechtsstaatlichen Errungenschaften, die sich seit dem 18. und 19. Jahrhundert in Europa durchgesetzt haben. Dass nicht mehr jeder, in welcher Form auch immer, mit der eigenen Waffe für Ordnung und Gewalt und Sicherheit meint, dienen zu müssen. Aber wenn man Vertrauen hat in die Polizistinnen und Polizisten, wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten sich eben gesetzestreu verhalten, dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass sie für die ein oder zwei schwarzen Schafe, die es möglicherweise in ihren Reihen gibt, so wie es sie in jeder Berufsgruppe gibt, dass diese auch tatsächlich herausgegriffen werden können und sie sich nicht hinter der Masse ihrer gesetzestreuen, ihrer ordentlichen und fleißig arbeitenden Kolleginnen und Kollegen verstetzen. Und dafür, meine Damen und Herren, dafür ist es wichtig, dass im Einzelfall nicht mehr, wie in der Vergangenheit geschehen, mit pauschalen Vorwürfen gegen die Polizei im Allgemeinen gearbeitet werden muss, sondern dass, wenn es tatsächlich im Ausnahmefall mal zu strafbaren Handlungen auch vom Polizisten gekommen sein kann, dass die dann auch konkret benannt werden können. Ich glaube, das ist ein großer Schritt, um auch Vertrauen in die Arbeit der Polizei, und die Kolleginnen und Kollegen haben es verdient, dass die Menschen in diesem Land ihnen mit Vertrauen entgegentreten. Das ist ein großer Schritt, um das Vertrauen dann auch entsprechend nochmal zu stärken. Und meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit einigen wenigen Punkten auch nochmal auf die Rede der Kollegin Oldenburg eingehen. Frau Kollegin Oldenburg, und man wird es ihr ja sicherlich ausrichten, sonst kann sie es vielleicht auch draußen hören, Frau Kollegin Oldenburg hat gesagt, das hat ihre Kritik an den geplanten Volksbefragungen damit begründet. Ich hätte jetzt beinahe was gesagt, Herr Kollege Ritter-Wimm. Gut, kommt vielleicht das andere auch noch. Frau Kollegin Oldenburg hat ihre Kritik... Frau Kollegin Oldenburg hat ihre Kritik an der geplanten Volksbefragung damit begründet, dass die Menschen in diesem Land ihre Meinung eigenständig sagen wollten. Aber meine Damen und Herren, das können sie. In diesem Land herrscht demokratische Freiheit und die impliziert auch die Redefreiheit jedes Einzelnen. Die Menschen in diesem Land, und das unterscheidet ja die heutige Situation auch stark von der Situation, wie sie in der Vergangenheit auch hier geherrscht hat. Die Menschen in diesem Land können sich in Bürgerinitiativen artikulieren. Sie können es auf öffentlichen Kundgeben. Sie können es, der Ministerpräsident hat ja in seiner Regierungserklärung auch noch mal darauf hingewiesen, in den Bürgergesprächen mit dem Ministerpräsident. Sie können es aber auch gegenüber jedem einzelnen Abgeordneten. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, seine Meinung tatsächlich zu sagen. Sie können es mit Volksbegehren, die aus der Mitte der Bevölkerung heraus betrieben werden können, und sie können es auch mit Volksentscheiden, und wir haben uns ja auch in der letzten Wahlperiode darauf verständigt, die entsprechenden Quoren zu senden. Und wenn wir jetzt zusätzlich das Mittel der Volksbefragung einführen wollen, dann ist das ja nichts, was den Menschen in diesem Land ein Recht nimmt, sondern es ist etwas, was tatsächlich ein Mehr bedeutet, und ich glaube, ein Mehr an Partizipation, an Mehr an auch Wissensvermittlung von der Bevölkerung in die Regierung herein, kann nie schaden. Und meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt, den die Kollegin Oldenburg angesprochen hat, ist die Kritik, ich will es mal so formulieren, die Kritik an Personalentscheidungen. Sie hat das unter anderem, neben vielen anderen Punkten, sie hat das unter anderem auch an dem Wahlvorschlag, den die SPD-Fraktion im Rahmen der dieswöchigen Landtagssitzung einreichen wird, im früheren Kollegen Müller festgemacht. Sie hat kritisiert, ich will es mal so zusammenfassen,
Sie hat es kritisiert, dass eine entsprechende Stellenausschreibung vielleicht nicht stattgefunden hat und dass vielleicht der ein oder andere, es fiel der Name Neumann, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann vielleicht aus Ihrer Sicht qualifizierter war. Aber dann möchte ich Sie, Herr Kollege Ritter, vielleicht mal daran erinnern, wie es denn gewesen ist, Herr Kollege Ritter, Frau Kollegin Techtmeier, dann will ich die Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion mal daran erinnern, wie das denn damals gewesen ist, als der Kollege Neumann zum Datenschutzbeauftragten gewählt worden ist. Das ist er auf Wahlvorschlag des damaligen Koalitionspartners der SPD, der Linken, gemacht worden, nach den ähnlichen Prinzipien, wie das jetzt mit dem Kollegen Müller gemacht worden ist. Und die Qualifikation des damaligen Datenschutzbeauftragten Neumann bestand unter anderem darin, dass er ein Hochschulstudium an der Offiziersschule der DDR gemacht hatte und später sein erstes juristisches Staatsexamen nachgeholt. So ist das manchmal mit Personalvorschlägen auch aus der heutigen Opposition. Und ein weiterer Punkt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist die Kritik, dass die Landesregierung sich nicht in hinreichendem Maße für die Stärkung der Tarifbindung hier einsetzen wolle. Hier würde angeblich nur geprüft, hier würde das, was man in den letzten 5 Jahren schon hätte machen können, immer noch nicht umgesetzt. Aber, meine Damen und Herren von der Linkspartei, vielleicht schadet es ja auch gar nicht, wenn Sie der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten an der einen oder anderen Stelle auch mal tatsächlich zuhören. Der Ministerpräsident hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Landesregierung unter anderem dadurch für eine Stärkung der Tarifbindung sich einsetzen will, dass anders als das bisher häufig noch der Fall ist, tarifgebundene Unternehmen eben nicht bei der öffentlichen Auftragsvergabe hinten runterfallen, weil Tariflöhne im Regelfall doch höher sind als die Entlohnungen, die von nicht tarifgebundenen Unternehmen gezahlt werden. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das Revue passieren lassen, wie erfolgreich das Landesvergabegesetz hier in Mecklenburg-Vorpommern war und wie viel von den Kritikpunkten, die bei der ersten Gesetzeseinbringung im Zusammenhang auch mit der Einführung eines Mindestlohns von Seiten der Opposition gekommen ist, wie viel dann sich im Nachhinein in Luft aufgelöst hat. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dann bin ich mir sicher, dass dieses Mittel über ein Tarifgesetz oder über ein Landesvergabegesetz genauer gesagt, die Tarifbindung in diesem Land zu stärken, genau der richtige Weg ist, weil es hat sich gezeigt, dass der Weg über das Landesvergabegesetz auch den Mindestlohn und die Entlohnung insgesamt in diesem Land zu stärken, auch der richtige Weg war. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.